Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS und mein Name ist Frederik Weitz. Ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir hatten uns so ein paar Befehle angesehen, die man in HTML benutzen kann und beim letzten Mal dann auch schon so ein bisschen reingeschnuppert in das sogenannte CSS, aber wirklich so ganz, ganz anfängerhaft noch. Und diesmal möchte ich euch erklären, was HTML ist, was CSS ist, damit ihr so ein bisschen so die Idee bekommt, warum gibt es hier überhaupt zwei verschiedene Systeme, die so ineinander greifen. Nun hatte ich euch gleich zum Anfang auch schon mal gezeigt oder das ein bisschen vor den Kopf geworfen oder vor die Füße geworfen. HTML, das dient der Inhaltsbeschreibung von einem Dokument. Ich habe also ein Textdokument, das möchte ich inhaltlich beschreiben. Und CSS, das dient der Formatierung und dem Aussehen. Und da habt ihr schon so ein bisschen so den grundlegenden Unterschied. Bei dem einen geht es um Text, bei dem anderen geht es um Grafik. Und das stimmt nicht ganz so, weil das noch nicht so sauber ist. Das hatten wir bei diesem Befehlen gesehen, mit denen wir uns den Text kursiv und fett und unterstrichen ausgeben lassen. Aber es lässt sich auch nicht so ganz hundertprozentig trennen. So, wir werden uns jetzt aber erstmal anschauen, wie sich ungefähr die Puristen das auch vorstellen. HTML dient der Inhaltsbeschreibung von Texten, also was passiert in dem Text, wie muss der gelesen und gedeutet werden. Und da geht es zum Beispiel um Wichtigkeiten. Also das ist, wenn ich rede, wenn ich dann zum Beispiel etwas ganz besonders betone und dann sage so hier, hey Leute, hört mal zu, das ist besonders wichtig. Und dies versucht HTML nachzuahmen und versucht eben zu sagen, hey, lieber Suchmaschine, hier, das ist ein besonders wichtiger Satz oder das ist ein Satz, der zitiert wird oder das ist eine Überschrift und so weiter. Also versucht einfach Wichtigkeiten reinzubekommen oder andere Möglichkeiten, was ein Text auch noch bietet, dass eine andere Bedeutung plötzlich da ist. Also zum Beispiel eine Definition oder dass in einem anderen Tonfall gesprochen wird, also besonders betont. Oder eben, es gibt auch einen HTML-Befehl, der so etwas Ähnliches ist wie das Beiseite-Sprechen. Ne? Also wenn man zum Beispiel jemand, weiß nicht, ob ihr das schon mal so gesehen habt, auf der Bühne, ne? Auf der Bühne findet ein Theaterstück statt und dann wendet sich der eine Schauspieler wendet sich an das Publikum und erklärt ihm dann so irgendwie jovial, ja, jetzt passiert das und der ist so und so, das passiert so häufig in Komödien, ne? Und dieses Beiseite-Sprechen, dafür gibt es zum Beispiel auch ein HTML-Tag, ne? Oder wenn es eben zum Beispiel um ein anderes Textmuster geht, also zum Beispiel, ihr habt irgendwie eine Beschreibung von einem Programm und habt dann so kleine Auszüge aus eurem Programm, habt ihr dann auch noch in auf die HTML oder auf die Internetseite gesetzt und dann gibt es für diese Programmabschnitte gibt es auch einen extra Befehl, mit dem ihr dann sagen könnt, hier ist ein Stück aus einem Computerprogramm, also wie es programmiert worden ist, und drumherum ist halt die Beschreibung in der Alltagssprache. Ne? Also es geht immer darum, und das ist das Wichtige daran, dass innerhalb von so einem Start-Tag und einem End-Tag etwas eine andere Bedeutung bekommt. Und das wird durch diese Befehle, die dort reingeschrieben werden, wird das etwas genauer geregelt. So, das werden wir uns auch nochmal ansehen und euch ein bisschen genauer erklären. So, das ist das eine, ne, das ist eben HTML, ich beschreibe mein Internetdokument. Und das andere ist CSS und da geht es um das Aussehen, also wie sieht das auf dem Webbrowser aus. Und da geht es zum Beispiel um solche Sachen wie Farben, Ränder, Abstände, Größe, Anordnung von Elementen. Also alles das, was sozusagen so eine optisch aufgehübschte Internetseite ausmacht. So. Und dass das Ganze nicht so ganz zu trennen ist, das liegt zum Beispiel einfach auch daran, dass ich einige Sachen habe, wie hier zum Beispiel dieses B
für Bold, das eben tatsächlich beides bietet. Ne? Also auf der einen Seite ist es eben, es wird etwas anders ausgedrückt. Hier ist sozusagen etwas wichtig. Und es macht aber auch zugleich den Text hier drin, macht es fett. So, das Bold sollte übrigens ganz aus dem HTML rausfallen, weil es dafür eigentlich den Befehl Strong gibt. Und ich ändere das Ganze jetzt hier mal ab und schreibe hier rein Strong. Das steht für eine besondere Wichtigkeit. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und mir dann in meinem Browser anschaue, so jetzt ist noch die alte Version hier noch mit Bold. So, und jetzt guckt euch mal an, was passiert, wenn ich das Ganze lade. Und ihr seht, es passiert gar nichts. Das liegt nicht daran, dass ich es falsch gemacht habe, sondern das liegt daran, dass der Strong-Befehl, der das Ganze, also dieses Wort jetzt mit einer großen Wichtigkeit markiert, auch den Fettdruck drinnen hat. So, und da ist dann sozusagen die optische und die inhaltliche Seite oder die Bedeutungsseite, die sind vermischt. Also eigentlich das reine HTML und das reine Cascading Style Sheet oder CSS, das ist in dem Strong-Befehl auch noch vermischt. Der Unterschied zwischen dem Strong-Befehl und dem B-Befehl ist eben, dass Strong auch für die Suchmaschine lesbar ist. Als Achtung, hier ist etwas besonders wichtig. Und das macht man zum Beispiel bei zentralen Themen in Absätzen. Wenn ich also zum Beispiel irgendwas schreibe über irgendein Tier und habe in dem Absatz, in dem einen Absatz habe ich zum Beispiel die Nahrungsaufnahme und dann könnte ich zum Beispiel diese Strong, hier diese Tags, könnte ich um das Wort Nahrung herum anordnen. So, und dann würde eben, wenn die Suchmaschine nach irgendwas sucht, was weiß ich, schreibe über Kaninchenzucht und schreibe da etwas zur Nahrung, dann würde eben, wenn irgendjemand in der Suchmaschine eingibt Kaninchen und Nahrung, dann würde die Suchmaschine das, was in dem Strong drin steht hier oder vom Strong markiert wird, besonders beachten. Ne? Das heißt eben, Achtung hier, große Wichtigkeit dieses Wort. Das ist zum Beispiel die eine Möglichkeit, ne? So wie man das benutzt. Und ich kann hier hinter oder kann dann immer noch ein ganz anderes Aussehen reinlegen. Das zeige ich euch auch dann später mal und kann sagen, das soll gar nicht fett gedruckt sein, sondern das soll, was weiß ich, irgendwie in Großbuchstaben und rot gedruckt sein. Das kann ich alles noch abändern, aber wenn ich nichts weiter angebe, hat es eben noch zusätzlich diese optische Markierung mit fett drin. Also eine andere wichtige Sache, die ihr braucht, das sind die sogenannten Headings. Die gebe ich an mit H1 und das sind Überschriften und die beachtet die Suchmaschine auch besonders. Da gibt es jetzt also H1, da gibt es auch das End-Tag dazu und dann gibt es ein H2. Ich schreibe da ja mal jetzt nichts rein, weil das zu lange dauern würde, bis zu einem H6. Das könnt ihr mal ausprobieren, wie die alle aussehen. Auch die sind optisch immer ganz unterschiedlich. Na, schauen wir mal. Hallo, 6 rein. Und hier schauen wir einfach mal 2 rein, damit ihr dann doch nochmal seht, es ist ein Unterschied. So. Und über diese Überschriften, H1 hat die höchste Priorität, ist die wichtigste Überschrift, H6 ist die am wenigsten wichtige Überschrift, aber sie sind wichtiger als der Fließtext hier, so, der eben eine ganz geringe Gewichtung hat, es sei denn, ihr macht solche Verstärker da mit rein oder ihr setzt solche Verstärker rein, aber H1 ist zum Beispiel eine ganz wichtige Überschrift, sozusagen die Hauptüberschrift, so, und die kann man eben auf Internetseiten verwenden.
So, jetzt schauen wir uns das Ganze an, wie das aussieht. Ich lade das neu und ihr seht hier, meine Überschrift ist ein ganz fett und dick gedruckte Schrift. 2 ist etwas kleiner und die Überschrift Nummer 6 ist relativ klein. Ja, so. Und beachtet immer bitte, die optische Sache oder die optische Seite ist immer ein Zusatz. H1 dient erstmal dazu, um zu sagen, wichtigste Überschrift. Und genauso wird das von den Suchmaschinen dann auch gelesen. Gut, also wir merken uns, HTML beschreibt einen Text genauer nach Wichtigkeit, nach Betonungen, nach Textmustern und so weiter und so fort. Und CSS stellt die optischen Elemente zur Verfügung und wie ich etwas optisch machen kann. Das schauen wir uns auch gleich in der nächsten Folge an. Das war's erstmal für dieses Mal. So, und falls es euch noch nicht so richtig klar geworden ist, wir werden ja noch eine ganze Menge damit zu tun haben und dann werdet ihr auf jeden Fall dann auch noch mitkriegen, aha, das eine gehört in die Ecke und das andere gehört in die Ecke. Das eine ist HTML, das andere CSS. Gut. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt sie mir bitte unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.